Die Arbeiterwohlfahrt wird 100 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde am 22. September im E-Werk des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin gefeiert. Gedankt wurde der AWO unter anderem vom Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier für die unermüdliche Arbeit in Schwerin im Bereich der Pflege und der Kindertagesstätten. Außerdem bietet die AWO Jugendhilfe an und setzt sich seit der Gründung 1919 für sozial schwache Familien ein. Die AWO hat eine ganze Menge in 100 Jahren erreicht, würde ich mal sagen. 1919, als Marie Juchatsch, die Gründerin, sich auf den Weg machte, war das in den Anfängen sehr überschaubar. Und mittlerweile ist die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland auf rund 230.000 Mitarbeiter bundesweit angewachsen, mit insgesamt 30 Landes- und Bezirksverbänden und mit einer gewissen sozialen Mächtigkeit, die es braucht, um auch im sozialen Bereich das eine oder andere bewegen zu können. Die Redner würdigten vor allem, dass bei der AWO in den 100 Jahren immer der Mensch im Mittelpunkt der Arbeit stand. In Mecklenburg-Vorpommern zählt die AWO derzeit rund 6.000 Mitglieder und ca. 6.400 Beschäftigte. Das alles konnte nur mit dem Engagement einer Gruppe möglich gemacht werden. Menschen im Ehrenamt.